Was wussten wir eigentlich von Berti? Nicht viel. Außer, dass er Tiere sehr mochte. Und dass er am Reitstall gearbeitet und gewohnt hatte, bevor er bei Papa in der Praxis anfing. Aber keiner fragte sich, woher Berti eigentlich kam. Wir freuten uns einfach, dass er bei uns war. Und ließen ihm sein Geheimnis. Bis zu dem Tag, an dem ein Tier alles veränderte. Ja, pass auf. Ja, du bleibst da drin, du. Gut, wie sieht's denn hier aus, ey? Gestern haben wir nicht mehr sauber gemacht. Nein, das ist überhaupt nicht. Ich lasse dich jetzt raus, aber du benimmst dich nicht mit zu Hause, okay? Hast du gehört? Du bist brav, ja? Okay. Benimm dich. Fred, du benimmst dich, okay? Hört ihr das? Wer hat dich schon da, Papa? Ja, ich muss mich beeilen. Aber du hast doch noch kaum gefrühstückt. Der Chef kann doch nicht nach dem Assistenten kommen. Aber das ist doch fast jeden Tag so. Ich bemühe mich wenigstens, junge Dame. Sag mal, zerlegt er da die Einrichtung oder was? Dass du ihm gleich den Praxisschlüssel geben musstest, Philipp, ich weiß nicht. Das ist schon in Ordnung, so Annette. Ich verlasse mich auf meine Menschenkenntnis, okay? Aber ich dachte, du wärst Tierarzt. Greta, was sagen denn die Mädchen im Reitstall so über Berti? Naja, dass er mal ein ziemlicher Chaot war. Aber das hat sich ja jetzt gebessert. Raus. Hey. Guten Morgen. Morgen. Alles okay? Ja, das ist alles bestens. Haben wir das gestern hier so hinterlassen? Ich wollte gerade aufräumen. Chef. Was halten Sie eigentlich von Tieren in der Praxis? Sind das A und O, würde ich meinen, hm? Also jetzt nicht Ihre Patienten, sondern hier läuft doch so allerlei rum im Haus. Ach, du meinst unsere Tiere? Und da bin ich strikt. Die haben hier drin nichts zu suchen, die würden ja alles nur durcheinander bringen, ne? Wieso? Nur so. Oh, guck mal. Die haben schon wieder gezankt. Sag Papa Bescheid. Wir dürfen die einfach nicht mehr zusammen ins Außen legen. Das tut's denn bestimmt weh. Olli ist ein echt böser Kerl. Gut und böse gibt's bei Tieren nicht. Ach nein, dann schau dir mal Stens Wunder an. Ich glaube, die ist harmlos. Papa soll nachher einfach noch mal gucken, ob alles okay ist. Hallo Mädels. Hallo. Ich bin Roy, grüß euch. Ich suche eine Frau Hansen. Das ist unsere Mutter, Roy, grüß euch. Ah, super. Hier, ich habe die Anzeige gelesen. Sie ist geprüfte Restaurateurin. Das bin ich. Ah, okay. Hallo. Schön haben Sie es hier. Und super tolle Töchter. Danke. Ich bin Roy Freitag, grüß Sie. Freut mich. Was kann ich für Sie tun? Ich habe so ein bisschen Kram auf dem Hänger. Vielleicht können Sie sich das ja mal angucken. Sehr gerne. Wollen Sie es noch hochfahren? Na klar, mach ich. Okay, und jetzt hoch. Okay. Und hier wohnen Sie, so mitten in der Natur. Mit Ihren Kindern und mit diesen ganzen Tieren. So sieht's aus. Wow, was für ein Traum. Ach, wenn man die Tiere weglassen würde, wäre es auch meiner. Wie, sind Sie nicht glücklich? Doch, natürlich. Ach, ohne die ganzen Viecher würde mir wahrscheinlich sogar was fehlen. Ja, da geht's Ihnen wie mir. Also ohne diesen ganzen Kram hier, da würde mir auch was fehlen. Wow, ein Paradies. Hier, exakt so einen hatte ich auch mal, genau die gleiche. Was soll denn jetzt mit der Truhe passieren? Ach, genau, die Truhe. Darf ich? Ja.
Danke. Und zwar, gucken Sie mal, die Scharniere hier hinten, ne, hier, die sind doch nicht original, die Scharniere, oder? Die sind eindeutig nachträglich eingebaut. Und noch nicht mal besonders gut. Ja, und die müssen Sie auf jeden Fall. Au! Au! Na, wenigstens ist es Hartholz. Deutsche Eiche, würde ich sagen. Darf man mitlachen? Oh, ich bin Rolf Freitag. Grüß dich. Ich wollte Ihre Frau gerade ein Angebot machen. Das ist doch Ihre Frau, oder? Kommt auf Ihr Angebot drauf an. Okay, also passen Sie auf. Ich plündere die Scheunen in der Umgebung und Sie möbeln meine Fundstücke wieder auf. Deal? Deal. Natalia, schrei nicht den ganzen Stall zusammen. Da war sie. Ich habe sie genau gesehen. Cool. Maus oder Ratte? Viel größer als eine Maus. Also Ratte, die sind wirklich... Habt ihr das schon gesehen? Ich wollte gerade Holly füttern. So viel Hafer soll der sowieso nicht. Danke, Emma, das weiß ich. Die Tränke haben sie auch angenagt. Und wisst ihr, was komisch ist? Seit Bertie nicht mehr da ist, scheinen die sich total zu vermehren. Wie meinst du das? Stimmt. Als Bertie noch Pfleger hier war, hatten wir nie Probleme mit Ratten. Aber er musste ja unbedingt zu Dr. Hansen wechseln. Wurde er nicht gefeuert? Oder hat er einfach zu viel von euch? Kommst du, Celine? Meinst du, Bertie hat ein Geheimrezept gegen Ratten? Keine Ahnung, ich kann ihn ja mal fragen. Hoffentlich hat er auch eins gegen Zicken. Der Nächste, bitte. Darf ich mal bitte? Suchst du was, Bertie? Nee, schon okay. Frettchen, nee. Lassen Sie sich nicht stören. Vielleicht hätte der Doktor einen richtigen Assistenten einstellen sollen. Nicht so einen aus dem Heim. So. Ja. Es ist typisch, Silke Löffler sowas zu sagen. Ist eben doch ein Dorf hier. Immerhin verläuft sich der eine oder andere Weltenbummler hierher. Aber ich bin nicht weiter darauf eingegangen. Also auf Silke, meine. Ja, wie denn auch? Was will sie uns damit sagen? Gibt Heimkindern keine Chance? Aber weißt du, komisch finde ich es schon. Sag mal, fängst du jetzt auch noch an? Ich meine ja nur, dass er uns nichts davon erzählt hat. Vielleicht ist es ihm unangenehm zu erzählen, dass er im Heim war. Hm? Ich bin auch daheim. Was gibt's zu essen? Hunger. Sag mal, geht's noch? Benehmt euch am Tisch nicht wie die Tiere. Seit wann sind Tiere denn ein schlechtes Vorbild? Ja, nehmt euch mal ein Beispiel an Brezel. Der wartet höflich, bis er was kriegt. Sag mal, reißt das jetzt völlig ein. Philipp! Sag doch mal was. Tag allerseits. Ich wollte nicht stören. Du störst nicht, Bertie. Setz dich hier hin. Ich habe keinen Hunger, danke. Ich dachte, du wärst längst weg. Suchst du was? Ich? Nee. Ich wollte bloß... Wiedersehen. Wiedersehen kannst du nach dem Essen sagen. Komm, du hast wieder keine Mittagspause gemacht. Komm. Wirklich nicht? Bertie, komm, setz dich. Ist genug da. Sonst müssen wir alles Brötze geben. Danke. Wie sagt Oma Almut immer, wir sind zwar nicht reich, aber bei uns wird wenigstens jeder satt. Schmeckt's? Hört man doch. Lilia. Entschuldigung. Isst du zu Hause auch so wie ein... Wo bist du eigentlich zu Hause? Kann ich dich mal besuchen? Hör schon auf. Du weißt doch, Bertie wohnt über dem Reitstall. Ja, Bertie. Das war heute vielleicht nicht dein bester Tag.
Und darum muss ich dir jetzt mal sagen, du machst einen guten Job. Einen sehr guten Job. Finden aber nicht alle. Emma und Natalia meinen, dass du unbedingt zurück in den Reitstall sollst. Wegen der Ratten. Wovon redest du überhaupt? Wir haben eine Rattenplage im Stall, seit Bertie weg ist. Bertie, weißt du, wie man die Ratten los wird? Na. Wir haben alle unsere kleinen Geheimnisse. Nur Bertie hat ein großes. Springt er wieder nicht an? Wo denkst du hin? Ich guck mir nur gern meine Mutter an. Oh, da ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Meine Füße sind in Ordnung, was man von dem Ding hier nicht behaupten kann. Marder, jede Wette. Machen die nicht einen Höllenlärm? Deine Kreissäge übertönen sie jedenfalls nicht. Guten Morgen. Sagten Sie nicht, Sie hätten einen Außentermin, Doc? Geht's noch, ihr beiden? Aber das Sofa ist doch eh schon eures. Runter da! Kaum habt ihr Schulfreiheit, geht nur Unsinn im Kopf. Das Sprungding war aber schon draußen. Ja, Lilie, deswegen steht das Sofa auch hier, damit ich's heile mache, nicht damit ihr's noch mehr kaputt macht. Raus hier, ich hab Kundschaft. So viele Tiere. Wieso spielen wir nicht mit denen? Mit den Kaninchen kann man einfach nicht spielen. Die Schafe hauen sowieso nur ab. Die Gänse zwicken. Und mit Brezel spiele ich sowieso jeden Tag. Wer ist das da? Frau Hansen? Ja. Ah. Ich bring wieder so ein bisschen Nachschub. Schön. Super, oder? Oh. War das vorher auch schon? Nee. Ja, wissen Sie, ich nehme die Polsterung noch mal ganz weg und dann mache ich alles neu. Na ja, super. Aber warum muss ich duzen? Ich bin der Roy. Ich bin Annette. Hallo, Annette. Ich finde, wir passen ganz gut zusammen, ne? Geschäftlich. Wir haben es gerettet. Die Greta. Sonst wäre es wahrscheinlich verbrannt. Verbrannt? Na, wo der Motor ist, wird's doch heiß. Hast du noch nie ein Auto angefasst nach der Fahrt? Wir haben kein Auto. Oh. Aber wir haben jetzt ein Tier. Wir beide. Schau mal, was der da macht. Ja. Dann werde ich mal wieder so über die Dörfer gurken, ne? Ja, sehen wir uns wieder? Klar. Du musst doch deine restaurierten Sachen wieder abholen. Ja, klar. Klar. Ja. Ach so, übrigens, nächste Woche, da ist in Donaueschingen so ein Antikmarkt. Hast du da vielleicht Lust, mitzukommen? Klingt interessant. Okay. Dann sag einfach Bescheid, ich hol dich ab, ja? Okay. Bis dann. Na, so ein Zufall. Jetzt muss ich noch ein bisschen hier bleiben. Komisch. Ja, er ist wirklich witzig. Nein, dass sie so zahm ist, finde ich komisch. Sie oder er? Wir nennen ihn einfach S, bis wir wissen, was es ist. Was sucht es bloß?
Weiß nicht. Vielleicht sein Herrchen oder Frauchen. Denkst du, es gehört zu mir? Ja, weil es nämlich überhaupt nicht wild ist. Mama und Papa waren mal wieder viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um Lilies Fund zu bemerken. Genau so, so. Hey! Annette war so freundlich und ist mir ein bisschen zur Hand gegangen. Annette! Ja. Ich bin Roy, grüß dich. Genau dasselbe wie bei dir, Schatz. Wie? Naja, das Kabel. Ja, jede Wette, das war ein Maler. An Gummischläuchen, da knappen die doch am liebsten, ne? Ich habe mal gelesen, dass die Lieblingsspeise eines Malers, jetzt haltet euch fest, ich unterbreche sie ja höchst ungerne. Aber Marder knabbern nicht an Gummischläuchen, weil es so lecker ist, sondern weil sie Stress haben. Ach so. Marder sind Raubtiere. Und diese Beißereien sind eine Stressreaktion darauf, dass das Revier zu eng wird. Verstehe. Wenn sich zum Beispiel zwei männliche Exemplare in zu kleinem Territorium auf die Nerven gehen. Jetzt verstehe ich, warum ich in Amerika auch immer solche Probleme hatte. Da war ich nämlich mit so einem riesigen Mac-Truck unterwegs. Ich sagte, das ist wirklich ein gigantisches Gerät. Du steigst vor mir. Apropos Gerät, bis das passende Ersatzteil da ist, muss Roy natürlich hier bleiben. Natürlich. Zumindest bis nach dem Mittagessen. Komm, Roy. Roy? Gehen Sie ruhig rein, Chef. Ich suche mal diesen Marder. Die ist wirklich super lecker. Und dann bin ich nach Bali gegangen, weil ich persönlich glaube, dass es da die besten Möbelschnitzer der Welt gibt. Da wollte ich dann riesengroß ins Exportgeschäft einsteigen. Aber da war so ein anderer schlauer als ich. Und von dort bin ich dann nach Kalifornien gegangen. Wirklich? Kalifornien? Philipp, weißt du noch unsere letzte große Reise? Wir leben doch schon da, wo andere Urlaub machen. Ja, du hast recht. Es ist wirklich ein absoluter Traum hier bei euch. Und nach Bali und Kalifornien ist jetzt der Schwarzwald dran, ja? Ja, mal gucken, was passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass in den Scheunen und auf den Speichern von den Leuten noch so jede Menge Schätze auf mich warten. Ich muss sie einfach nur finden. Sagen Sie den Bauern das denn dann auch? Denen Sie was abkaufen oder sagen Sie, denen ist alles gerüttelt vor sich draus? Ja, mein kleiner Gewinn muss ja drin sein, oder? Und deine Frau will ja auch noch was verdienen. Na, da seid ihr ja endlich. Einsetzt euch. Ist das auch eure Tochter? Nee, die ist nicht von uns, aber sie ist gern bei uns. Ich bin der Roy, grüß dich. Ihr habt es gerade noch rechtzeitig geschafft, ein paar Minuten später und ich hatte euch alles weggegessen. Das ist so lecker. Wirklich, Riesenkompliment. Was ist, zu scharf, Roy? Na, das verträgt nicht jeder. Ich kann ja ein bisschen Milch runterbrühen. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich, auf Bali, da ist nochmal eine Schlange in die Hose. Na, oh, das hat Fell. Oh, das hat Fell. Ah, oh, das hat Fell. Ha, Was meinst du das denn? Weg damit, weg. Hier. Hast du gesehen, was das war? Keine Ahnung, vielleicht ein Eichhörnchen oder sowas. Das ist doch dein Job. Bei euch ist vielleicht was los, alte Schwede. Ich hab's nicht gesehen, tut mir leid. Tut mir so leid, Roy. Anscheinend überfordern uns menschliche Gäste inzwischen. Mama! Stan ist tot. Schätzchen. Totgebissen. Aber Olli kann's nicht gewesen sein. Wir haben die beiden noch extra getrennt. Das war kein anderer Hase. Das war ein richtiges Raubtier. Man die Stalltür offen lässt nach dem Füttern. Ist mir auch schon passiert. Ich habe die Tür nicht offen gelassen. War die Stalltür denn überhaupt offen? Ich glaube, der Marder ist durch den Maschendraht reingekommen. Er war an der Ecke ein bisschen aufgebogen. Das war gar kein Marder. Das war jemand anders.
ich habe die Schuld auf mich genommen, weil ich auch ein bisschen schuld bin. Weil ich dich aufgenommen habe. Aber eins sag ich dir. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du nicht doch böse bist. Was ist das? Ich habe es Winnie genannt. Ich weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Auf jeden Fall ist es fies. Bei Tieren gibt's keine. Gut und böse gibt es wohl. Du hast doch Stan gesehen. Stan fand ich Stan für das Frettchen. Stan war eben Beute. Es liegt in der Natur. Es ist weg. Woher hast du es eigentlich? Es war einfach so da. Es hat auch die Kabel in den Autos angeknabbert. Das fand ich ja noch witzig. Aber das mit Stan... Du kannst nichts dafür, Lilia. Morgen, Lilie. Ist kein guter Morgen. Ja, ich weiß, dein Kaninchen. Schau mal hier. Wie heißt das denn? Den Namen sollst du ihm geben. Ich will aber nicht irgend so ein neues Kaninchen. Es ist süß, aber es ist nicht Stan. Mein Abschiedsgeschenk. Bleibst du denn gar nicht hier? Aber ich hab dich doch noch gar nicht zu Hause besucht. Ja, ich gehe vielleicht weg. Wohin denn? Das weiß ich nicht. Kalifornien soll schön sein. Aber hier ist es doch auch schön. Auch wenn manchmal ein Tier angebissen wird. Aber so ist das Leben, oder? Ist wohl so. Aber man muss trotzdem weitermachen. Ist schon mal ein Tier von dir gestorben, was du gerne mochtest? Im Reitstall sind manchmal Pferde gestorben, die ich mochte. Und meine Eltern. Die sind gestorben, als ich so alt war wie du. Aber deswegen darfst du doch gerade nicht gehen. Och. Ich werde nicht schlau aus dir, Bertie Heckenbichler. Am Wochenende. Na gut. Was machst du denn hier? Habt ihr euch gestritten oder was? Oh, Papa, er darf nicht weggehen. Er hat doch niemanden. Er war im Waisenhaus. Im Reitstall ist er auch rausgeflogen. Und bei dir jetzt auch. Wir müssen ihn unbedingt zurückholen. Ich habe ihn nicht rausgeschmissen. Aber ich kann mir vorstellen, warum er die letzte Zeit so komisch war. Das ist ein zahmes Frettchen. Ich weiß. Du weißt? Also ich weiß jedenfalls, warum Bertie dauernd aufgeräumt hat. Er hat sein Frettchen gesucht. Ich halte ihn doch, keine Angst. Aber du hast recht. Er war das mit dem Kaninchen. Da kann er aber nichts dafür, das ist sein Jagdinstinkt. Aber jemand anders hat jetzt ein verdammt schlechtes Gewissen. Hallo Mädels. Habt ihr meinen Assistenten gesehen? Ich hab was für euch. Ih, was denn das? Eine Ratte. Geh weg damit. Es ist keine Ratte. Das ist die Lösung des Rattenproblems. Und der Grund, warum die Ratten wiedergekommen sind. Nachdem Bertie hier ausziehen musste. Ich verstehe nur Bahnhof. Ein Frettchen. Die zahme Haustiervariante eines Iltis. Und der beste Rattenjäger weit und breit. Aber man darf keine Tiere mit auf den Hof nehmen. Außer Pferde natürlich. Was für ein Grund war, Bertie zu feuern? Ein Fehler, wenn man einen rattenfreien Stall vorzieht. Guckt euch das Kerlchen mal an. Der versteht sein Geschäft. So, komm her.
Also, wer weiß, wo er ist? Brauchst du Hilfe? Nein. Geht schon, danke, Chef. Dr. Hansen. Ganz schön einsam hier. Vor allem so ganz ohne Freunde. Berti? Ich hab dir vertraut. Und ich würde dir gerne weiter vertrauen können. Also keine Geheimnisse mehr, okay? Na los. Die Reitstallbesitzerin gibt dir dein altes Zimmer zurück. Da wartet auch schon jemand auf dich. Wer denn? Mustela Putorius Furo. Fred? Also, um 12:30 bei uns. Es gibt Chili und viel Arbeit. Berti konnte sein Glück kaum fassen. Und als Papa zurückkam, hatte Roy ein Ersatzteil für sein Auto besorgt. Und Mama lief nicht mehr rot an, wenn sie ihm gegenüberstand. Also dann. Ja. Danke für alles, ne? Für das Essen, für die Reparatur und natürlich auch für das Frettchen. Also dann. Man sieht mich. Tolle Frau hast du. Ist mir auch schon aufgefallen. Übrigens, der Deal mit deiner Frau steht. Wir beide sehen uns jetzt öfter. Wie schön. Das dachte ich mir. Bis dann. Ciao. Ich dachte, der würde dir wenigstens beim Reintragen helfen. Ich dachte, du freust dich, dass er weg ist. Komm, fass an. Tja, Roy grüße euch, war erstmal weg. Und Berti würde wiederkommen. Es war fast wie vorher. Und irgendwann würden wir sogar Fred verzeihen können. Denn so ist das im Leben, oder?